So, willkommen zurück. Schleichen wir mal weiter an diesem Rohr. Der steht da immer noch und glotzt die Kamera an. Ob das was bringt, weiß ich jetzt auch nicht so. Oh nein, ich komme nicht weiter. Oh nein, komm schon. Das darf jetzt nicht wahr sein. Ich komme nicht. Es scheint irgendein Ausländisch. Es scheint irgendein Ausländischer, ja. Immer die Ausländer. Also, das war ja wohl ein fetter Reinfall. Ich dachte, ich könnte da gemütlich langklettern. Aber ich schätze, ich muss wieder zurück, oder? Ah, ich denke schon. Der Kerl kann mir egal sein, weil der tut mir nichts. War hier irgendwo ein Aufzug? Ach ja, da ganz am Anfang, ne? Aber da komme ich wohl nicht mehr hoch, oder? Komme ich da irgendwie hoch? Also da ist ein Rohr, aber das ist viel zu weit oben. Das heißt, ich muss wohl wieder hoch. Ich speichere nochmal. Wahrscheinlich muss ich jetzt da hoch, wo ich vorhin hochgeguckt habe. Über diese Rohre sind. Okay. Steht ein Karton. Okay, hier bin ich von reingekommen. Jetzt gehe ich einfach mal hier hoch. Das ist mal meine Vermutung. Ja, sieht gut aus. Oder auch nicht. Medkit. Okay, lag nur ein Medkit. Wahrscheinlich muss ich unten irgendwo weiter und ich bin jetzt vollkommen umsonst hier hochgelaufen. Was war hier? Ach ja, hier war dieser Gang. Heißt das, ich soll jetzt wieder raus und... Ich bin verwirrt. Ach, die Wache, die unten ist, ist der Kerl von hier oben. Ich habe ja gespeichert, ich gucke jetzt mal kurz. Aber Aufzugtür sehe ich jetzt auch nicht. Aber ich muss ja anscheinend auch noch einen anderen Gebäudeflügel. Deshalb... Also ich schaue jetzt nochmal kurz runter. Ob ich da irgendwo weiter kann. Aber ich glaube nicht. Oder muss ich wirklich wieder raus und dann irgendwie... Nee, aber halt, Quatsch, ich muss ja auch erst das Dings deaktivieren. Vielleicht... Und da scheiß auf, jetzt bin ich schon unten, jetzt gucke ich auf jeden Fall nochmal hier rum. Ich hoffe, der läuft jetzt nicht irgendwo lang. Das war... Sackgasse. Ganz eindeutig. Okay. Lass das Ding mal an. Was war das? Eine Flasche? Okay. Das ist unser guter Kollege, der eh nichts sieht, weil er einfach nur auf die Kamera glotzt. Guck ich vielleicht nochmal zu diesem Ding da, was auch immer das sein soll. Da liegt der Fahrer. Hat er sich gerade bewegt? Gott, oh Gott. Na, hier geht's auch nicht weiter. Okay, also wieder hoch. Dann ist ja auch nicht so genau. Ich kann uns auch noch laden, oder? Ich habe da oben gespeichert. Ja. Geht ein bisschen schneller. Also kralle ich mir den Kerl mal und gehe dann da hinten in die Tür rein. Das ist mal meine Vermutung. Oh Gott, nicht umdrehen. So, Freundchen. Ich schalte ihn erstmal aus. Kann ich ihn in Ruhe tragen? Oder kann ich die Tür dann auch selber aufmachen? Ich weiß gerade nicht mehr. Egal.
Klick den Ball da oben. Da findet ihn so schnell keiner. Glaube ich jedenfalls. Klick ihn mal hier ins Dunkle. So, nochmal speichern. So. Da kann ich auch nicht durch, da kann ich rein. Jemand drin? Kamera, Kamera, Kamera. Ist bestimmt über der Tür, oder? Guck mal die Klappe. So. Dann schauen wir doch mal den Computer. Oh, tut mir leid, ich bin gerade irgendwie total müde. Infos gibt es nicht, so wie es aussieht. Oh, ich dachte gerade, ich habe irgendwie zu weit vorne wieder geladen. Jetzt habe ich eine Info. Okay. Speichern. Nee, da gehe ich jetzt nicht einfach so rein. Ah, okay. Tür verschlossen. Halt. Dann knacken wir die Tür doch mal halt. So. Das ist echt ein krasser Unterschied. Also in Splinter Cell Conviction gibt es sowas ja gar nicht mehr. Also Schlösser knacken gibt es ja nicht. Mhm. Sieht aus wie ein Koch oder so. Ich brauche hier unten einen Ober. Wir müssen durch einen Retina-Scanner. Ich habe Oberst Kobiaschwili auf Patrouille. Soll ich ihn zu dir schicken? Das war wohl nix. Ich hasse den Kerl. Wir finden schon einen anderen. Oh. Ich wollte eigentlich einfach nur über das Geländer steigen. Geht das nicht irgendwie? Bloß nicht. Ich hasse den Kerl. Oder soll ich einfach darüber springen? Ah, ich kann. Ah, sehe ich's. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Speicher noch mal. Oh, ich kann nicht aufhören zu gehen gerade. Kann ich jetzt mich da... Okay. Jetzt kommt da wirklich jemand rein. Ich dachte, die Küche sei geschlossen. Ist ein besonderer Befehl von Oberst Kobiaschwili. Ja, ausgezeichnet. Darf ich? Bitte. Danke. Hat wohl geschmeckt. Danke. Okay, der haut wieder ab. Dann gehe ich doch mal... ganz gemütlich da lang. Hm, ziemlich kalt hier. Machen wir doch mal das Licht aus. So gefällt mir das schon besser. Und jetzt muss ich irgendwie hier raus. Anscheinend. Probieren wir es mal mit Ablenkungsmanöver. Oh nein, kommt der eine hier lang? Oh nein, der wollte mich doch verarschen. Okay, der sieht mich nicht. Ich bin im Stock dunkel. Hey, mach das Licht wieder an! Und tschüss. Ach, das wäre geschafft. Gleich mal speichern. Ich leg mal kurz einen richtigen Speicherstand. Ich erstelle mal kurz einen richtigen Speicherstand, das wollte ich ja nicht sagen, so. Okay. Oh Gott, der schon wieder. Hier ist echt stockfinster drin. Wer ist da? Was, der hat mich jetzt gesagt, ach so, ich saß gerade im Licht, scheiße. Dann laden wir doch mal. So. Jetzt bitte nicht wieder ins Licht stellen. Dann geht auch nichts schief. Achso, er hat das Licht angemacht, jetzt verstehe ich. Jetzt komme ich mit.
Aber ich hock noch im Dunkeln hier hinten. Alles gut. Ich sehe ihn gerade nicht. Keine Ahnung, wo er ist. Ist er schon wieder raus, oder? Kommen Sie her, damit ich Sie sehen kann. Drecksack. Steht er dahinter? Jetzt sehe ich ihn noch. Jetzt geht er da lang. Geht wieder raus. Probieren wir mal unser Glück. Wo auch immer ich jetzt hin soll. Mach es bloß nicht hier festhängen, das war so klar. Komm schon. Sam. Du wirst ja wohl zwischen zwei Stühlen durchkommen. Wer ist da? Scheiße. Oh Mann. Das geht nicht gut, wenn ich hier bleib, oder? Doch, ging gerade noch so gut. Jetzt geht er wieder raus. Kommt rein, macht das Licht an und geht wieder raus. Er spinnt doch, oder? So, mach ich das Licht wieder aus. Gucken, was er macht. Hey, ich bin hier drinnen. Hä? Ich bin hier drin? Ach so, wegen dem Licht wahrscheinlich. Hat aber gleich seine Waffe gezogen. Misstrauischer Sack. Also eine richtig lange Patrouille hat er ja nicht. Ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Auch so nicht. Soll ich ihn jetzt einfach schnappen? Oh Gott. Das geht in die Hose, oder? Na, geht einfach gerade raus. Jetzt bitte nicht umdrehen. Nein! Was ist hier los? Presse! Nee. Okay, ich will nicht entdeckt werden, das ist Blödsinn. Obwohl er keinen Alarm ausgelöst hat, also ich hätte wahrscheinlich weiterspielen können. Ich könnte ihn auch erschießen, obwohl das darf ich wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, oh mein Gott. Okay, schneller kann ich mich auch nicht bewegen. Ich will diesen Kerl jetzt kriegen. Er nervt mich. Oh oh. Da unten ist auch einer. Ich kann mich doch nicht runterhängen. Kommt er jetzt hier hoch? Nee, alles klar. Okay, ich bin auf jeden Fall mit dem Kerl da hinten aus dem Weg. Wo ist er denn jetzt hin? Ist der die Treppe runter? Sieht fast so aus. Ich beeile mich jetzt mal ein bisschen. Oje, oje. Ich muss unten unwahrscheinlich an den Computer. Ich mach mal kurz das Licht aus. Das nervt mich. Ich glaube, ich habe ein Geräusch gehört. Scheiße. Kann ich da runterhüpfen? Ich warte mal kurz, was der jetzt macht. Das sind glaube ich nur die zwei. Ne, da ist noch einer. Der kommt jetzt hoch, dann gehe ich jetzt runter. Er kommt doch nicht hoch. Aber scheißegal, der sieht mich glaube ich nicht. Der sieht mich auch nicht. Okay. So, hier bleibe ich jetzt erstmal. Ist relativ dunkel. Und sage ja, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part.